Warum? Kollege spricht, ich muss fahren, die Straßenbahn. Kollege, immer spricht da nichts, was da, jo? Ich was, da nichts fahren, muss anderes, muss auf, 16. Bezirk, muss auf. Bitte, wo muss fahren? Wo muss fahren? Wo muss fahren? Wo muss fahren? Du nichts was davon auskennen? Wo kommst du überhaupt? Kosovo? Nein, Türkisch, Mann, Türkisch, Mann. Obwohl das Thema heute aktueller denn je ist, würde diese Nummer wahrscheinlich als fremdenfeindlich gelten, weil Lacher und Applaus ganz oft von der falschen, politisch rechten Seite kommen. Jetzt fertig. 5 Jahre ist er schon da, nichts was davon auskennen, Deutsch auch nichts kann er nicht, der Nesner. Ironie und Satire sind eine Intelligenzfrage. Und das, was heute stattfindet, ist, dass Menschen oft nicht unterscheiden können, ob der auf der Bühne das so meint oder ob er jemanden spielt, der das so meint. Und diese Ironie, also diese Distanz zwischen Dargestellten und Gemeinten, ist das zu erfassen, ist eine Form von Intelligenz. Und diese Intelligenz fehlt der Political Correctness. Bitte, ich auch alles machen für Arbeit, alles machen für Arbeit. Aber Kimmeltier, immer nichts, alles machst du für Arbeit, jo? Immer Probleme mit Kimmeltier. Tu nichts, esst alles, jo? Tu nichts, esst das Schwein.